Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und mein Name ist Claudi, das ist Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Ja, ich weiß, Sammy ist heiß. Okay, und ich habe einen Clown gefrühstückt, ne? Heute haben wir ein tolles Unboxing für euch und zwar ist die Tuff Cookie Box bei uns eingetroffen. Das ist dieses schöne Schätzelein und Sammy freut sich schon den ganzen Tag darauf, dass Fräuchen endlich diese Box auspackt und wuselt dran herum und schnüffelt und keine Ahnung. Und ja, ich würde sagen, wenn du Bock drauf hast, mit uns zusammen die Box auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box wird uns in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ich bin auch verwundert, dass er gerade so ruhig bleibt, weil ihm ist er abgegangen wie ein Zäpfchen. Die kostet 25,99 bis 39,99, je nachdem, welche Aboform du wählst, welche Hundegröße du wählst. Man bekommt auch immer ein Willkommensgeschenk dabei. Der Versand ist kostenfrei. Und das war auch ein Reim. Sammy, was ist mit Frauchen los? Ne? Die hat heute echt einen Run. Und ja, genau. Was wollte ich noch sagen? Genau, ein Willkommensgeschenk, wenn man die Box das erste Mal abonniert. Und wenn ihr den Code Sammy-Smoothie unten in dieses Feld im Warenkorb eingebt, wo man quasi Hinweise an den Verkäufer geben kann, bekommt ihr sogar noch ein extra Goodie, ein Smoothie mit dabei. Und wir wissen, Sammy mag Smoothies. Hier oben verlinke ich euch mal ein Video, da haben wir die Smoothies von Smoothie Dog ausprobiert, die wir auch immer wieder in Verwendung haben und die wir jetzt aktuell als Hundeeis auch sehr schön verwenden. Und ja, ich soll dir nicht die Hand halten, ich soll die Box aufmachen, ne? Ich mache sie jetzt auch auf. Genau, in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich finde es immer großartig. Sammy freut sich auch immer wie Bolle, wie man merkt. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal die ersten Produkte an und dann kann ich ja weiter quatschen, oder? Das ist Real Pork Liver von Dog Bites, ist glaube ich die Firma. Nature's Food, das ist dieses hier. Und da haben wir dann scheinbar Leber drin. Von Schweinchen, Sammy. Ach, das war was. Ist das was für dich? Ja? Offensichtlich schon. Wir gucken uns das mal an. Okay, das ist halt Leber. Das ist immer so dunkel. Geil. Und bei der Tuff Cookie Box? Geil. Riecht ein bisschen rauchig, ne? Muss man halt einfach keine Sorge haben, weil das sind Produkte, die sehr natürlich sind. Ich glaube, die sind alle Getreide- und zuckerfrei. Da wird echt gut drauf geachtet, dass da eine schöne Auswahl in der Box enthalten ist. Und ich finde es auch schön, dass man halt unterscheiden kann, ob man jetzt einen großen oder einen kleinen Hund hat, weil die Snacks dann auch unterschiedliche Größen haben. Ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an Schweineohren oder sowas denke, das ist für Sammy halt optimal, weil er seine 25 Kilo wiegt. Aber ich glaube, so ein kleiner Chihuahua hätte da echt seine Probleme mit. Und ja, Sammy ist immer wieder glücklich über diese Geschichten. Also es ist selten mal was dabei, was er nicht so gerne mag. Ne? Also deswegen habe ich hier schon mal ein gutes Leckerli für ihn. Spielis haben wir auch noch, wenn man die Fun-Variante wählt. Da kommen wir aber gleich noch zu. Dann habe ich hier etwas drin von Tails and Tails. Das habe ich schon öfters mal in Boxen drin gehabt. Fischleckerli für Hunde. Made in Iceland, 100% natürlich. Dorsch und feine Hummernote. Also der junge Mann, ne, der bekommt heute richtig, richtig nur das Feinste vom Feinsten hier. Also Leber und Dorsch und Hummer. Wahnsinn. Zack. Das ist so ein kleiner Schnüffler, ne? Und er da. Es ist jetzt quasi seine Abendbrotszeit. Oh, ich habe das Ding falsch aufgemacht. Jetzt kann man diesen Wiederverschluss nicht verwenden, aber ich mache das eh meistens in diese IKEA-Einmachgläser rein. Und dann haben wir halt immer etwas, wo mein Freund und ich, wenn wir Sammy belohnen wollen, ihm einen kleinen Snack geben können. Das ist wirklich ein kleiner Belohnungssnack zwischendurch mit Hummer. Also da ist man auch als Frauchen tatsächlich ein bisschen so, dass man denkt, man könnte es auch mal probieren, ne? Aber nein, ich glaube, ihr werdet mich hier auf diesem Kanal niemals Hundefutter oder Leckerlis probieren sehen, weil nein, nein, nein. Oh, ich kriege immer, der nimmt das dann in den Mund so ganz vorsichtig und dann kriege ich am Ende nochmal so eine kleine schnalzende Zunge an meine Finger. Sehr süß, sehr liebevoll von ihm. Sehr liebevoll. Frauchen ist auch liebevoll. Ist es gut? So, als nächstes habe ich hier die Ziege drin. Ach, guck an. Mirals Ziegesnack. Das ist auch schön. 100% Ziegenfleisch haben wir hier drin. Also diese Marken, die kommen mir persönlich auch jetzt nicht so ultra bekannt vor.
Tales and Tales, ja, das kenne ich schon. Pets Best habe ich ja auch drin, das sehe ich schon. Da habe ich tatsächlich auch schon mal eine riesengroße Bestellung aufgegeben, weil ich hatte das in der Tuff Cookie Box mit dabei. Und dann wollte ich Sammy halt auch so ein paar Sachen nachkaufen und habe ihm dann auch von Pets Best was bestellt. Und das riecht gut, ne? Ziege. Ja, die sind ein bisschen crunchiger. Du sabberst ja kaum, ne? Ganz klein. Aber als Belohnungssnack, ne, wenn man so trainiert, finde ich das immer ganz gut. Na gut, was trainieren wir noch, Sammy? Trainieren wir? Ja, ja. Sitz, Platz, Pfote, andere Pfote, beide Pfoten, Männchen, die Rolle. Aber die Rolle macht er nur, wenn ich ihn dabei kraule. Hat er mich gut trainiert, muss ich sagen. Ja, ja. Aber mein Hund muss jetzt auch kein Zirkushund sein, der muss keine Kunststückchen oder sowas machen. Nein, wichtig ist es mir tatsächlich, dass Sammy auch hört, dass ich ihn abrufen kann und dass er einfach bei uns bleibt, auch wenn das Tor mal offen steht oder so, dass er uns nicht abhaut. Ab und an denkt er sich, ach komm, so alleine spazieren gehen wäre mal ganz witzig, aber im Großen und Ganzen ist es immer ganz entspannt. So, hier habe ich etwas von Eska Pure drin. Wild, hupfvoll, feines Fleisch, luftgetrocknet, Buchenholzrauch, oh mein Gott, getreidefrei. Das ist echt so, weißt du, so edle Produkte, ne? Das ist, Sammy, du kriegst hier richtig Kabitjes, ich sag dir das. Ja, nicht so ein Larifari-Zeug. Du liebst hier, im siebten Himmel ist das. Der liegt hier auch wie Mr. Pascha überhaupt. Das hast du gehört, ne? Und lässt sich hier, lasse man kommen. Ich warte schon den ganzen Tag, dann kann Frauchen hier auch mal ranschaffen. Also das ist, ne, so ein kleiner Trainingsnack. Wir kommen gleich noch zu den großen, die liegen nämlich meistens auch etwas weiter unten in der Box drin. Aber ich wollte ihm jetzt erstmal so ein paar Sachen geben, die ihr dann auch sehen könnt. Noch ein? Ich finde es immer so süß, wenn er ein Leckerli nimmt und das immer so vorsichtig macht. Wir haben ihm das nicht bewusst beigebracht. Das war halt damals, als er zu uns gekommen ist, der kommt ja von der Tierschutzorganisation Arche for Dogs. Und die haben eine Verbindung nach Bosnien und holen von dort auch die Hunde, haben dort auch so ein, oh Gott, Quarantänelager ist das, ne, Sammy? Da wurde Sammy geimpft und gechippt und kastriert, leider auch. Ja, der kleine Mann darf sich leider nicht mehr vermehren, aber sonst dürfen die halt nicht importiert werden. Und wo wollte ich drauf hinaus? Genau. Und dann kam er halt da in, hier bei uns in der Gegend in diese Vorstation. Auch nochmal in Quarantäne in Deutschland. Und darüber kann ich aber auch nochmal komplett ein Video drehen, oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt er dann erstmal für 14 Tage zu den jeweiligen Familien, die sich dafür interessieren, zum Probefohnen. Da war Sammy dann noch bei uns. Und da haben wir ihn halt 14 Tage im Prinzip schlafen sehen. Viel mehr hat er gar nicht gemacht. Und ja, Fräuchen schwärmt in... Ja, ich weiß, sie soll die weiter fressen geben in der Zwischenzeit. Okay. Und genau, dann kam er halt zu uns und er war halt direkt total lieb. Und auch wenn wir ihm dann so Leckerlis gegeben haben, haben wir zwar immer gesagt, bevor wir ihm das angereicht haben, vorsichtig. Und das hat er auch gelernt, zum Beispiel, wenn Sammy und ich spazieren gehen und dann eine Straße kommt, sage ich auch immer zu ihm, vorsichtig. Und dann geht er auch extra vorsichtig immer an die Straße ran, ne? Bleibt dann auch sitzen neben mir, dann gucken wir. Und er guckt tatsächlich auch, zwar immer nur in eine Richtung, aber er guckt trotzdem. Und ja, das finde ich auch immer sehr gut. Aber ja, es ist einfach eine liebevolle Geschichte gewesen mit uns. Ne? Wir haben jetzt keine große, heftige Erziehung machen müssen oder so bei ihm. Er macht es einfach so von sich aus. Das ist ja auch immer das Gemüt vom Hund, ne? Darf man auch nicht vergessen. So, jetzt haben wir nämlich noch ein bisschen was von Pets Best. Natürliche Hundesnacks. Und wie gesagt, da habe ich in dem Online-Shop schon richtig viel für ihn bestellt. Dogfish Sprotten, 200 Gramm. Und hier haben wir halt wirklich so kleine Fischchen drin. Und ich würde mal jetzt ganz salopp sagen, viel natürlicher als sowas geht ja kaum. Und das finde ich immer ganz toll. Ich stehe da voll drauf. Wir haben ihm da auch aus diesem Online-Shop so ganze Fische geholt. Ich glaube, das waren Flundern oder so. Ja, die hat er auch ganz gerne gegessen. Das habe ich jetzt auch gegessen. Jetzt so ein bisschen Omega-3-Fettsäuren, Sammy. Hm. Ja. Also als Hundebesitzer muss man vor sowas nicht zurückschrecken und muss lernen, sowas anfassen zu können. Weil es ist letztendlich halt Nahrung, ne? Und ich würde es ja auch anfassen, wenn das einfach in Leckerli-Form wäre. Also irgendwie wie jetzt ja eben, ne? Dass es halt geschrotet und gepresst ist. Warum sollte ich dann nicht so tote Fische auch so anfassen können? Das ist ja extra dafür gemacht. Ist ja nichts Schlimmes bei.
Und Sammy schmeckt es offensichtlich. Und wenn es dem kleinen Mann schmeckt, dann ist doch alles super. All Natural Dog Treats. Ich weiß gar nicht, ob die auch für Katzensachen haben, aber das ist, ich denke schon, ne? 100% natürlich, ohne Konservierungsstoffe, ohne Geschmacksverstärker. Klar, das sind ja auch einfach Fische, ne? Muschen, der hat einfach die Köpfe abgebissen und den Körper liegen lassen. Du musst es ganz essen, Mausi. Du bist auf dem Vogel. Willst du nicht? Das ist Wahnsinn. Du hast nur die Köpfe gegessen. Das ist aber nicht sonderlich nachhaltig. Ist der Rest für mich? Das ist sehr nett von dir, dass ich noch ein bisschen Fisch von dir abbekomme, Sammy. Ach so, vielleicht gibt es ja noch mehr, ne? Ja, es gibt auch noch mehr. Einen großen haben wir hier nämlich noch drin. Und zwar haben wir hier Iberico-Schweineohren. 5 Stück sind hier drin. Also der feine Herr bekommt nur vom Feinsten bei uns. Immer. Oh Mann, ja, wir essen ja auch den ganzen Tag nur irgendwelche High-Society-Sachen nicht. Eben noch aufgewärmtes Grillgut gegessen. Hey, man gönnt. Ja gut, dann gucken wir mal, was hier so drin ist. Joa, ich glaube, da hat der ein bisschen länger was von. Das ist mal ein Ohr, Leute. Ne? Was, ey? Willst du das Schweineohr? Leck an. Ja, wenn du es anleckst, dann gehört es dir. Das ist doch wie damals in der Grundschule. Nimm. Nimm. Hab. Ne, ist doch auch gut, wenn Fräuchen das hält. Dann kann ich da so dran rumlecken. Guck mal, da ist auch noch. Ja. Ich weiß nicht warum. Ach so, weil das hart ist. Dann leckt er das an, damit es weicher wird. Deswegen, ja gut, darfst du haben. Deswegen macht er das auch sehr häufig. Der wird das auch gleich mitnehmen nach draußen, wenn ich die Tür hier aufmache. Und dann legt er das wahrscheinlich in den feuchten Rasen, damit der Rasen das für ihn weicher macht. Und dann kann er es besser kauen. Das ist nämlich kein dummer Hund, ne? Ja, das wird nämlich jetzt schön angeleckt. Und wird getestet. Er kann sein Glück kaum fassen. Aber gut, wenn er es mag, ne? Ich sag da nicht nein oder sonst irgendwas. Also das ist jetzt für ihn übrigens hier gerade so sein Abendbrot, ne? Ja, alles durcheinander. Man gönnt sich ja sonst nichts, aber das machen wir ja nicht jeden Abend. Ja, das ist gleich für dich. Das kann er gleich in Ruhe aufessen. Und ja, dann habe ich hier noch ein Spiel drin, weil das ist ja die Funbox. Und ich habe hier, das soll ein Pferd sein, mit Ultrasonic Squeaker steht hier drauf. Comic Ultrasonic, okay. Ich weiß gar nicht, von welcher Marke. Holland Animal Care. Der Mensch hört das nicht. Das ist ja auch witzig, ne? Das heißt, wenn man da drauf drückt, dann hört nicht der Mensch das Vieh, sondern der Hund. Okay, er reagiert schon irgendwie, ne? Ich weiß gar nicht. Ja. Aber ich glaube, er ist gerade viel interessierter an seinem Schweineohr. Er wird es auf jeden Fall bekommen. Das okay, ja. Ist er dein Schwanz? Ist er dein Schwanz? Ist er dein Schwanz? Soll ich das mal zur Seite schieben? Du willst es haben, du willst es haben. Er wollte sich das nur safen, dass er das später auch weiterhaben kann zum Spielen. Auch das, ne? Ein sehr intelligenter Hund, man kann es nicht anders sagen. Ihr Lieben, das war eine coole Box, oder? Also, ich glaube, normalerweise würde ich dann ja quasi mit Sammy als großem Hund dafür auch so meine 39,99 oder 35,99 bezahlen. Ich finde, dass sich das definitiv lohnt, weil man hat hier hochwertige Produkte mit dabei, die meistens so ziemlich dem Wert einfach, ne, pari entsprechen, also das ist plus minus null quasi, aber man bekommt tolle Produkte. Es ist so, dass ich mir einfach jetzt, wenn es eine monatliche, also wenn man die halt monatlich zu sich nach Hause kommen lässt, eine Geschichte ist, die man dem Hund dann bedenkenlos geben kann, also keine Ahnung, jede Woche ein Schweineohr, dann zwischendurch ein paar Leckerlis, mal eine Sprotte hier, eine Sprotte da und das Spielzeug, was ruckzuck kaputt sein wird, weil Monsieur ist Monsieur, ne? Das ist halt so ein kleiner Zerstörer. Aber ich glaube, dass es eine ganz gute Sache ist.
Und er hat halt seine Freude daran. Ich merke es halt immer wieder, wenn wir die Box auspacken. Vielen, vielen Dank an das liebe TÜV Cookie Box Team für die Zusendung dieser grandiosen Box. Sammy freut sich wie Bolle und ich glaube, er wird recht schnell dieses Ohr aufhaben, aber er wird es dann genossen haben und wahrscheinlich davon heute Nacht träumen. Und ja, vielen Dank auch für die zur Verfügungstellung, sagt man das so, des Gutscheincodes Sammy-Smoothie. Ich habe euch alles nochmal unten in der Infobox verlinkt, da könnt ihr dann in Ruhe nachlesen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von uns. Und den kleinen Band auch. Ich verlinke dir mal hier oben meine ganze Playlist mit den Sammy-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben auf meiner Rübe kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!